Hallo, liebe Zuschauer. Wir befinden uns heute hier im Landtag in NRW in Düsseldorf. Und neben mir zu Besuch ist Günther Weiklein aus Würzburg. Vor einem halben Jahr habe ich Günther in Würzburg besucht, damals ganz aktuell das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln. Und du warst eine zentrale Person dieses Urteils. Und ja, jetzt ein halbes Jahr später, Günther, was ist seitdem passiert? Naja, es ist jetzt, Lukas, fast ein halbes Jahr seitdem vergangen und trotz des Urteilsspruches von Köln, worin mir der Verwaltungsrichter damals bescheinigt hat, dass bei mir die Voraussetzungen für den Eigenanbau gegeben wären, baue ich bis heute immer noch nicht an. Das heißt, mittlerweile ist das dafür zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn in Berufung gegangen. Was stand dann in der Begründung? Mein Rechtsanwalt Matthias Schillow nennt die Begründung komplett absurd. Unter anderem wird die Ablehnung des Urteils damit begründet, dass ich jetzt noch nicht komplett alle Mittel zum legalen Bezug von den Blüten ausgeschöpft habe. Das heißt, ich habe noch nicht versucht, über das Sozialamt jetzt an die Kosten für mein Apothekencannabis zu kommen, was aber auch nicht möglich ist, denn das Einkommen meiner Ehefrau ist eben zu hoch, um jetzt hier Sozialhilfe beziehen zu können. Ich kann das gar nicht. Das heißt, das Sozialamt ist gar nicht für dich zuständig? Die sind gar nicht für mich zuständig, das ist richtig. Und für mich ist auch das jetzt wieder nur ein Hinweis darauf, dass eben das Bundesinstitut hier nur versucht, Zeit zu schinden und die Angelegenheit eben möglichst lange in die Länge zu ziehen. Wie geht's jetzt weiter nach dieser Revision? Wir warten jetzt darauf, ob die Berufungsbegründung auch jetzt seitens des Gerichts so angenommen wird. Und ist das der Fall, geht's der nächste Schritt weiter zum Oberverwaltungsgericht nach Münster. Und da erwarten wir eine Verhandlung in etwa einem Jahr. Okay, ein Jahr quasi, ja, Stillstand. Das heißt, du darfst dann weiterhin nicht eben die Pflanzen anbauen, schätze ich mal. Was bedeutet das für die anderen Cannabis-Patienten auch in Deutschland? Nichts anderes wie für mich. Keiner von uns darf Cannabis anbauen. Alles, was wir bisher dürfen, ist lediglich nach wie vor das Cannabis zu weitaus überteuerten Preisen in der Apotheke beziehen. Klappt es denn reibungslos mit dem Bezug aus der Apotheke? Das ist auch Wunschdenken, denn gerade aktuell, jetzt haben wir seit etwa Mitte November einen Lieferausfall, was heißt, dass eben wir Patienten, sofern wir nicht anderweitig versorgt sind und uns auf die Apotheke angewiesen sind, warten müssen und momentan ohne Medizin dastehen. Warum kommt es zu diesen Lieferengpässen? Gibt es einen Grund für? Nach meinen Informationen ist jetzt dieser und auch dieser aktuelle sehr lange Lieferengpass dadurch begründet, dass eben in den letzten Monaten mehr Patienten dazugekommen sind, auch andere Länder jetzt von diesem einen Lieferanten Cannabis beziehen und dadurch eben jetzt hier diese Ausfälle zustande kommen. Das heißt, das Medikament Cannabis nimmt weltweit immer weiter an Bedeutung zu und das führt zu Lieferengpässen und an den rechtlichen Rahmenbedingungen ändert sich jetzt scheinbar nichts. Das kann man genauso sagen, Lukas. Ja. Wir sprechen hier von einer Pflanze, die eigentlich nie verboten war und erst in jüngster Zeit verboten wurde. Cannabis ist und wurde schon immer zu medizinischen Zwecken früher genutzt. Und wir sehen, dass das Thema gefragt ist und ich würde mir wirklich wünschen, dass es auch jetzt weiterhin in den Medien bleibt und wir irgendwann mal mit dem Thema Cannabis zu einem guten Ende kommen. Also sind die Medien gefragt. Falls ihr in den Medien arbeitet, tragt es in eure Redaktion, sprecht mit Menschen darüber, sprecht mit euren Freunden im Familienkreis über dieses Thema, um gesellschaftlich für mehr Akzeptanz zu schaffen. Denn diese Aufklärung in der breiten Gesellschaftsschicht ist, glaube ich, ganz wichtig und erst die würde politisch wahrscheinlich etwas bewegen. Insofern tragt das weiter, sprecht mit Menschen darüber und wir wünschen dir und allen anderen Cannabis-Patienten weiterhin viel Erfolg. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie es bei dir weitergeht und wir drücken alle Daumen und ich würde sagen, wir sehen uns dann mal bald wieder, wenn es wieder Neuigkeiten gibt.